Ranch Royale, Leute, und heute werden wir mal den neuen World Run Modus spielen. Und dieser Modus ist wie für mich geschaffen. Ihr wisst ja, ich mache sehr gerne Death Runs. Es gibt 14 Spieler mit jeweils 4er Teams und es geht darum, so viel vom Death Run wie möglich zu absolvieren. Denn je weiter man kommt, desto mehr Münzen kann man fürs Team einsacken. Und mein Ziel ist es heute, die meisten Münzen zu besorgen. Falls ihr noch mehr neue Spielmodi sehen wollt, wöchentliche Aufgabenhilfe und viele Updates zu Fortnite, dann abonniert heute kostenlos den Kanal. Viel Spaß mit dem World Run. Und hier sind wir am Start, wie Marathonläufer. Ich habe den Death Run schon mal auch kurz angezockt, einfach um zu wissen, was da auf mich zukommt. Es geht ja auch um Schnelligkeit. Und er ist echt gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ein paar Stellen sind dabei, wo man in Zadern kommen kann. Und ich habe mir gedacht, heute werde ich es mal so machen. Ich werde auch viele Fails einfach drin lassen, damit ihr seht, wo ich Probleme habe, wo man generell Probleme haben kann. Und wie diese vor allem dann zu bewältigen sind. Hier erstmal zwei leichte Impulsjumps, die gehen echt noch gut. Vor allem der Anfangspart, den könnt ihr echt noch gut machen. Aber gleich kommt eine Stelle, die ein bisschen anspruchsvoller wird. Hier noch ein schöner Eislight. Links eine Tür, rechts eine Tür. Und jetzt kommt dann der Teil, der ein bisschen komplizierter wird, sage ich mal. Der wird echt ein bisschen schwerer. Also erstmal einen Checkpoint mitnehmen. Ich werde euch das Ding zeigen. Es geht hier drum, ziemlich weit zu kommen. Und wir haben es auf First Try geschafft. Das ist sehr, sehr gut. Das habe ich beim Anzocken nicht geschafft. Also ich habe da echt immer ein paar Versuche gebraucht. Im Notfall kann man auch dann immer ein paar mitnehmen. Mehr. Also ich habe dann 3 Impulsgranaten teilweise auch gemacht. Warte, ich kann mich hier kurz killen lassen eigentlich. Das ist eigentlich schneller in der Zeit, weil bevor ich da jetzt wieder zurücklaufe. So, wir sind wieder gespawnt. Und hier ist es jetzt so. Bei diesem Death Run gibt es verschiedene Abteil, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wofür das ist, aber es gibt halt immer wieder mehr Münzen zu holen. Zum Beispiel auch gerade hier hinten da. Geht man an eine Eislight ran und holt sich ein paar Coins. Ah, ich weiß gar nicht, wo die platziert sind. Oder hier oben, glaube ich. Ja, genau, eins ist hier oben. Nimmt man hier Anlauf, zack. Und grindet hier hoch. Haben wir schon mal eine. Die andere wäre jetzt hier drüben, aber da muss man halt, glaube ich, von hier irgendwie kommen. Ich werde euch einfach noch mehr vom Death Run zeigen. Weil Sliden ist ja auch ein bisschen langweilig. Zack, hier hoch. Und übrigens, Leute, in 4 Tagen ist es schon soweit. Da habe ich endlich Geburtstag. Ich werde dann 22. Und wenn ihr noch kein Geschenk für mich habt, zufälligerweise, dann wäre das wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Einfach kurz in den Itemshop gehen, meinen Supporter-Creator-Code Crunch eintragen. Und ich würde mich echt riesig freuen. Das wäre echt das beste Geschenk, was ihr mir echt machen könntet. Und ja, Mann, das dauert ein paar Sekunden, ihr wisst Bescheid. Also hier geht es weiter mit Fallen. Jetzt habe ich auch gleich nicht mehr weitergezockt, wo ich den das erste Mal gemacht habe. Okay, genau das muss man auch noch berücksichtigen. Hier oben sind halt auch noch Fallen. Okay, wir haben aber schon gut Coins. Und hier gar nicht so sehr vordrücken, sondern erst jetzt vordrücken. Weil dann kommen wir da besser rüber. Wenn man die ganze Zeit vordrückt, dann schafft man es auch nicht. Ist ein bisschen so Timing und nehmen hier einfach mehr mit, weil die Stelle, die ist auch nicht so easy. Da muss man einen relativ weiten Jump genau hier machen. Auch geschafft. Auch nicht so easy. Man kann auch ein bisschen langsamer machen und das Eis auch abtauen lassen. Und dann den sicheren Jump noch machen. Und jetzt hier war ich selber noch nicht. Also das habe ich noch hier gemacht. Okay, das habe ich jetzt auch gefailt. Aber wir sind schon relativ weit und haben noch 7 Minuten. Das ist echt nicht schlecht. Okay, ey, ich mache leichtens Fehler, weil ich einfach so gut in der Zeit bin. Okay, jetzt mit Konzentration. Das sind echt auch leichte Sprünge, ihr kennt sie ja. Okay, eine Falle. So, kann man hier oben laufen? Nee. Ah, okay. So, jetzt aber. Bisschen peinlich. Okay, das ist auch eine miese Stelle. Muss ich auch sagen, Leute, das ist eine miese Stelle. Da muss man echt perfekt abdrehen, um da nicht erwischt zu werden. Ah, gut. Aber mit dem Sprung geht es immer ein bisschen besser. So, dann machen wir das einfach hier legit. Gehen hier durch. Und okay, wir müssen hinten weiter. Ich glaube aber, da kann man nicht drauf laufen. Also, das hat immer so unsichtbare Wände, das Ding hier. Jetzt müssen wir da eigentlich, eigentlich müssen wir echt hier doch an der Seite Anlauf nehmen. Wie soll das denn sonst funktionieren, Leute? Hä? Wie soll man da drüber kommen? Hat der nochmal einen Versuch? Eieiei, okay. So, okay. Guck mal, auf der geht's. Also es geht nur auf einer Seite. Hier hoch. Zack, die Münze nehmen wir uns mit. Und jetzt
wahrscheinlich noch der zweite Sprung, aber der ist jetzt echt ein bisschen schwer, glaube ich. Oh, ich hoffe, ich pack den. Vielleicht können wir auch gleich hier rüber. Nee, ich glaube, wir müssen schon auf jeden Fall da lang. Okay, wir haben ihn. Boah, ich bin froh. Hier ein Eispad, vielleicht brauchen wir das auch jetzt. Ah, vielleicht kann man da richtig durchstarten. Ich versuch's mal, wir haben ja eh den Checkpoint. Nee, okay, es bringt nichts. Man muss die Fallen dann so triggern, glaube ich. Okay, also, gehen wir hier drauf. Dann am besten irgendwie an der Seite. Triggern wir die kurz? Müssen wir die auch noch triggern? Ah, mies. Okay, mies, mies, mies. Da ist halt auch oben ein Hindernis und das stößt man dann gerne mal an. Das dann wirklich nervt. Nervt. Aber es soll ja auch kein so leichter Front sein. Ist ja ein World Cup. Na, okay, da hat es nicht ganz gereicht. Ah, das müssen wir jetzt schon noch packen, auf jeden Fall. Wir haben auch noch gut Zeit. 4 Minuten. Mal gucken. Mich würde auch mal interessieren, wie lange das... Ah, okay. Ich muss weniger reden, mehr konzentrieren. Dann schaffe ich das auch. Ist ja echt nicht schwer. Also das ist jetzt wirklich normal nicht schwer. So. Okay, Problem. Wir haben die Pfanne nicht getriggert. Und hier ist eine unsichtbare Wand. Ah, das ist echt okay. Da darf man nicht springen. Jetzt habe ich's, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Also, zack, zack. Okay, die triggern. Dann hier anlaufen. Getriggert. Okay, die müssen den Sprung auch noch machen. Ah, es war. Okay. Es wird schwer langsam, es wird schwer, es geht hier hoch. Wir müssen diesen Jump schaffen, auf jeden Fall, definitiv. Okay, pass auf. Nein. Okay, das hat sehr viel Zeit gekostet. Können wir vielleicht... Ich weiß nicht, ob man hier noch irgendeinen anderen Weg gehen kann. Es gibt hier irgendwie echt mehr Wege, um die Münzen zu bekommen. Ich werde den nochmal versuchen. Komm. Es ist aber... relativ anspruchsvoll, das ganze Ding. Ah, und da waren Millimeter wieder zu wenig. Komm, ich gebe nicht auf. Ich mache das jetzt straight weiter, die 3 Minuten noch. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ich es schaffen kann oder nicht. Okay, so kann ich es nicht schaffen. Ich muss mich mehr konzentrieren wieder. Da kommt es wirklich auf so kleine Abstände an, Leute, teilweise. Und hier muss man auch... Okay. Ah, das war echt knapp wieder. Das ist jedes Mal so knapp. So, und jetzt müssen wir echt wieder schauen. Wow, wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier hoch, definitiv. Also, so weit war ich jetzt auch noch nie. Ah, nein. Hey, wie konnte ich das nicht schaffen? Wie kann man das überhaupt nicht schaffen? Das hat ja noch ein ganzes Stück gefehlt. Komm, ich gebe nicht auf. 2 Minuten, das schaffe ich doch nochmal da hoch. Wäre doch gelacht, wenn nicht, Leute. Wäre doch gelacht, wenn nicht. So. Straight. Wieder so ein knappes Ding, wirklich jedes Mal. Ihr solltet mal meine Verkrampfungen sehen in diesem Moment. Okay, komm, jetzt wirklich von hier vorne vielleicht. Wie nimmt man denn da am meisten Speed mit? So, genau so. Okay. Warte, wie könnten wir das machen? Vielleicht mit dem Jump am Anfang. Okay, das klappt nicht. Okay, wir müssen uns dort durchducken. Und ziemlich an der Seite. Müsste es klappen. Ja, okay. Das ist eigentlich easy, wenn man ein bisschen nachdenkt. Dann Jump'n'Run. Jump'n'Run, okay, da bin ich auch am Start. Side-Jumps. Also, dieser Death Run ist gar nicht so easy. Vor allem in 10 Minuten zu absolvieren, ist schon World Cup, doch. Da bin ich sogar am Hadern, Leute. Ihr merkt es ja. Ich habe, glaube ich, schon relativ viel Münzen sammeln können für mein Team. Ah, okay. Diese Metallbarren, die sind auch schwer einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, die sind auch ein bisschen breiter, wie sie eigentlich hier so aussehen. Boah, aber dieser Sidejump, der ist auch krass, oder? Ich meine, man sieht das Ding nicht mal. Okay, ja. Okay, wieder angestoßen. Jedes Mal, wenn ich anstoße, dann kann ich es nicht schaffen. Man muss ein bisschen weiter außen einfach da rangehen an die Sache. Boah, es ist, boah, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Ah, da oben wäre es dann auch, glaube ich, zu Ende. Ich glaube, da kommt dann nichts mehr. Wir haben es dann eigentlich geschafft. Aber noch 36 Sekunden.
Das ist ein sehr schwieriger Sprung, merke ich. Wir können uns mal anders hinstellen und dann mal schauen, ob wir es so schaffen. So vielleicht. Oh, es ist echt, also holy. Der ist schwer. Der ist richtig schwer. Vielleicht echt mit einem Anlauf und dann echt vorüberziehen in der Luft. No. Schwierige Angelegenheit, wirklich. Leute, und lasst mir auf jeden Fall auch ein kostenloses Abo da, wenn ich es noch nicht getan habe. Weil dann verpasst ihr auch keine neuen Modis mehr, keine wöchentlichen Aufgaben, die ganzen Sachen eben, ne, wo er halt braucht. Aber wir haben es leider nicht mehr gepackt. Ich habe alles gegeben, ich habe nicht aufgegeben, ihr habt es gemerkt. Ich habe mich nochmal richtig konzentriert. Okay, Endpunktestand, 18 Punkte habe ich gesammelt. Alter, da habe ich ja eigentlich schon allein gewonnen. Ist, glaube ich, ganz okay. Von 30 Münzen haben wir 18 bekommen. Ich hoffe wirklich, dieser World Cup Run hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Denkt vielleicht, wenn ihr gerade in der Laune seid, an mein Geburtstagsgeschenk. Bis zum nächsten Mal, euer Grand Royal.